Fix, Stern und Stiftung. Glückliche Kinder in glücklichen Familien, Arten, Reichtum und Blütenmeer. Hallo, guten Morgen. Heute ist der 19. Juni 2019 und ich habe den ersten Teil der jeweils 15 Minuten langdauernden Audios aufgenommen. Und hier seht ihr eine sibirische Zeder. Und das ist die, die sogar schon zwei kleine Zapfen heute hat. Ja, und ansonsten steht die hier in der Umgebung der Stockrosen. Und hier sind die Nachtkerzen, die ersten Blüten. Und dann gibt es Johannisbeeren. Und das Brüderchen oder Schwesterchen steht hier. Das ist hier eingebettet. So, ich wünsche einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr daran teilhabt. Und es wird noch viele Fotos geben, es wird Impulse geben und ihr könnt natürlich auch kleine Bäumchen haben. Ich werde immer mal wieder welche ausschreiben und dann kann man die gewinnen. Tschüss, die Bina. Anastasia, Tochter der Tiger von Wladimir Maigre. Über den Autor. Wladimir Maigre ist ein erfolgreicher russischer Geschäftsmann aus Nowosibirsk und Besitzer eines Handelsunternehmens. Während einer Geschäftsreise mit einem seiner Versorgungsschiffe in die Taiga veränderte sich sein Leben durch die Begegnung mit Anastasia 1994 grundlegend. Er wurde im Jahre 1996 mit der Publikation seines ersten Buches Anastasia nicht nur in Russland zum Bestsellerautor, sondern rief dort auch eine ökologisch und spirituell orientierte Bewegung ins Leben, die inzwischen zur regelrechten Volksbewegung wurde. Anastasias Botschaft berührte die Herzen von Millionen von Menschen und die überwältigende Resonanz löste eine revolutionäre Dynamik aus, die inzwischen weit über den russischen Sprachraum hinausgeht. Seine Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt. In Deutsch erschienen sie im Govinda Verlag, in Klammern Band 1 bis 5, und im Silberschnur Verlag, in Klammern Band 6 und folgende. Anastasia, Band 1, Tochter der Tiger. Aus dem Russischen übersetzt von Helmut Kunkel. Die vorliegende neue deutsche Übersetzung entstand in enger Zusammenarbeit mit meinen Vertrauenspersonen in Deutschland, sodass sichergestellt ist, dass sie in jeder Hinsicht inhaltsgetreu und vollständig ist. Ich danke dem Govinda Verlag, dass er bereit ist, die Anastasia-Bände 1 bis 5 herauszugeben und freue mich über die angenehme Zusammenarbeit im Sinne Anastasias. Wladimir Maigre. Fünfte Taschenbuchauflage, Februar 2009. Inhalt. 1. Die klingende Zeder. 2. Die Begegnung. 3. Tier oder Mensch. 4. Was für Menschen sind das? 5. Ein Schlafzimmer im Wald. 6. Anastasias Morgen. 7. Anastasias Strahl. 8. Ein Konzert in der Taiga. 9. Einen neuen Stern entfachen. 10. Anastasias Vorliebe für Gartenfreunde. 11. Einige von Anastasias Ratschlägen. 12. Träumen unter dem eigenen Stern. 13. Kindererziehung. 14. Das Waldgymnasium. 15. Aufmerksamkeit gegenüber den Mitmenschen. 16. Fliegende Untertassen. Nichts Besonderes. 17. Das Gehirn. Ein Supercomputer. 18. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 19. Man muss seine Weltauffassung ändern. 20. Eine Todsünde. 21. Wie im Paradies. 22. Wer soll den Sohn aufziehen? 23.
Einige Zeit später. 24. Ein seltsames Mädchen. 25. Es kribbelt und krabbelt. 26. Träume erschaffen die Zukunft. 27. Die Entrückung aus dem Zeitalter der Dunkelmächte. 28. Starke Menschen. 29. Wer bist du, Anastasia? Nachwort über den Autor. Erstens. Die klingende Zeder. Im Frühjahr 1994 charterte ich drei Schiffe, mit denen ich eine viermonatige Geschäftsreise auf dem sibirischen Fluss Ob unternahm. Von Novosibirsk nach Salehard und zurück. Ziel und Zweck dieser Reise war es, wirtschaftliche Beziehungen zum hohen Norden zu knüpfen. Wir nannten unsere Expedition Handelskarawane. Das größte Schiff war ein Passagierboot namens Patrice Lumumba. In Klammern, merkwürdigerweise tragen die Schiffe der westsibirischen Flussschifffahrt Namen wie Maria, Ulyanova, Patrice Lumumba und Michail Kalinin, als gäbe es keine bedeutenderen historischen Persönlichkeiten. An Bord der Patrice Lumumba befanden sich außer der Besatzung die Führung der Karawane, eine Ausstellung mit Produkten sibirischer Händler sowie ein Laden. Die Schiffe sollten eine Strecke von 3500 Kilometern nordwärts zurücklegen und sowohl große Städte wie Tomsk, Nischnewartowsk, Hantimanjisk und Salehard als auch kleine, unbedeutende Orte anlaufen, wo Frachtgüter nur zu bestimmten Zeiten angeliefert werden können. Tagsüber legten wir unsere Schiffe vor Anker und verkauften Waren oder führten Verhandlungen zur Knüpfung von festen Handelsbeziehungen. Die Nacht wurde in der Regel benutzt, um Fahrt zu machen. Wenn aber der Fluss aufgrund von schlechtem Wetter unbefahrbar war, lief das Stabsschiff den nächsten Hafen an und wir veranstalteten dort einen Kulturabend für die einheimische Jugend. Solche Veranstaltungen finden dort nur sehr selten statt, denn die Club- und Kulturhäuser sind jetzt größtenteils verfallen. Manchmal sahen wir den ganzen Tag keine einzige Ortschaft, nur die Taiga, die sich endlos zu beiden Seiten des Ufers erstreckt, und den Fluss, die einzige Verkehrsader weit und breit. Damals ahnte ich noch nicht, dass in dieser Gegend einst eine Begegnung stattfinden würde, die mein Leben von Grund auf verändern sollte. Eines Tages dann, wir waren bereits auf dem Rückweg und hielten auf Novosibirsk zu, ließ ich unser Hauptschiff bei einem kleinen Dorf festmachen, das aus nicht mehr als ein paar Häuschen bestand und einige Dutzend Kilometer von der nächsten größeren Ortschaft entfernt war. Ich hatte einen Aufenthalt von 3 Stunden geplant, in denen sich die Besatzung am Lande erholen konnte. Gleichzeitig sollten die Ortsbewohner bei uns Industriewaren und Lebensmittel kaufen können und wir wollten die Gelegenheit nutzen, bei ihnen Wildfrüchte und Fisch billig zu erwerben. Während des Aufenthalts wandten sich 2 einheimische Alte, in Klammern dafür hielt ich sie damals, mit einer merkwürdigen Bitte an mich. Der ältere der beiden, der einen langen, grauen Vollbart trug, schwieg die ganze Zeit. Der andere, der etwas jünger war, versuchte mich zu überreden, ihnen 50 Leute zur Verfügung zu stellen, in Klammern, die gesamte Besatzung zählte nicht mehr als 65 Mann, die sie in die Taiga mitnehmen wollten, zu einem Ort, der 25 Kilometer von der Anlegestelle entfernt lag. Dort sollte es einen besonderen Baum geben, den sie klingende Zeder nannten und den sie fällen wollten. Diese 40 Meter hohe Zeder mit Sternchen, Sternchen bedeutet, eigentlich handelt es sich bei diesem Baum, lateinisch Pinus sibirica, nicht um eine echte Zeder. Aber da man ihn im russischen Sprachgebrauch Kedder nennt, spricht man auch im Deutschen oft von der sibirischen Zeder. In dieser Buchserie haben wir es bei diesem volkstümlichen Ausdruck belassen, auch wenn in botanischer Hinsicht Zirbelkiefer oder
Ave korrekter wäre. Sollte außerdem in kleine, handliche Stücke zersägt und dann zum Boot getragen werden. Wir sollten die Stücke restlos mitnehmen und später in noch kleinere Teile zersägen. Jeder sollte dann ein Stück an sich nehmen und die übrigen Stücke sollten unter unseren Angehörigen, Bekannten und allen anderen, die sich über ein solches Geschenk freuen würden, verteilt werden. Der Alte meinte, diese Zeder sei etwas Besonderes und die Stückchen sollte man an einer Schnur auf der Brust tragen. Man sollte sich eines davon anlegen, während man barfuß auf dem Gras stehe und es mit der linken Hand an die nackte Brust drücke. Nach einer Minute werde man eine angenehme, von der Zeder ausgehende Wärme spüren und dann werde ein leichtes Zittern den Körper durchlaufen. Ab und zu solle man, wann immer man möchte, die Seite des Holzstückchens, die den Körper nicht berührt, mit den Fingerspitzen reiben, während man es von der anderen Seite mit dem Daumen hält. Schon nach 3 Monaten, so behauptete der Alte, werde sich der Mensch bedeutend besser fühlen und werde von vielen Krankheiten geheilt werden. Auch von AIDS? Fragte ich, nachdem ich ihm mitgeteilt hatte, was ich über diese Krankheit aus Presseberichten wusste. Der Alte versicherte mir, von allen Krankheiten. Das war aber seiner Meinung nach gar nichts Besonderes. Die Haupteigenschaft der Zedernstückchen bestehe darin, dass sein Besitzer herrlicher, erfolgreicher und begabter werde. Von der Heilkraft der sibirischen Tigerzeder hatte ich bereits gehört, aber dass sie auch Gefühle und Fähigkeiten beeinflussen konnte, erschien mir damals unglaubwürdig. Ich dachte, vielleicht wollen die Alten für diese angeblich besondere Zeder Geld von mir haben. Ich erklärte ihnen also, dass in der modernen Welt die Frauen Gold- und Silberschmuck tragen, um anderen zu gefallen und dass sie für ein Stückchen Holz schwerlich etwas ausgeben würden. Deshalb würde auch ich kein Geld da hineinstecken wollen. Sie tragen es nur, entgegnete der Alte, weil sie es nicht wissen, dass Gold im Vergleich zu einem Stückchen Zeder reiner Klimbim ist. Aber wir sind nicht auf Geld aus. Wir können euch obendrein sogar noch getrocknete Pilze geben. Für uns selber brauchen wir nichts. Aus Achtung vor ihrem Alter wollte ich nicht weiter streiten und sagte, nun, vielleicht wird jemand ein Stück von ihrer Zeder tragen, wenn ein großer Holzschnitzer mit seinem Messer ein Kunstwerk daraus schafft. Doch darauf erwiderte der Alte, natürlich kann man daraus etwas schnitzen, aber reiben und polieren ist besser. Am besten aber ist es, wenn man es mit seinen eigenen Fingern reibt. Wann immer die Seele es wünscht, dann wird das Holz auch äußerlich schön sein. Dabei knöpfte der jüngere Alte hastig seine zerschlissene Jacke und sein Hemd auf und ich erblickte auf seiner Brust ein gewölbtes, rundlich-ovales Holzstück. Seine bunten Farben, Violett, Weinrot, Fuchsrot, bildeten ein kompliziertes Muster mit Holzadern, die wie winzige Bäche wirkten. Ich bin zwar kein Kunstkenner, habe aber in meinem Leben hin und wieder Gemäldegalerien besucht. Die weltberühmten Meisterwerke haben bei mir keine besonderen Gefühle hervorgerufen. Doch der Anhänger auf der Brust des Alten beeindruckte mich sehr. Mehr als ein Besuch in der Tretjakow-Galerie. Mit Sternchen? Das Sternchen bedeutet riesige Galerie in Moskau mit der weltweit bedeutendsten Sammlung russischer Malerei. Ich fragte, wie lange haben Sie denn an Ihrem Zedernstück poliert? 93 Jahre, antwortete der Alte. Und wie alt sind Sie? 119. Damals glaubte ich ihm nicht, denn er sah aus wie ein 75-Jähriger. Ohne meine Zweifel zu bemerken oder zu beachten, versuchte er mich nun leidenschaftlich davon zu überzeugen, dass ein solches Holzstück auch bei anderen schon nach 3 Jahren ebenso schön sein werde, wenn es nur von den Fingern des Besitzers gerieben werde und danach immer schöner, besonders bei Frauen. Vom Körper des Trägers werde ein angenehmer Duft ausgehen, der alle künstlichen, menschengemachten Duftstoffe bei weitem übertreffe. Von den beiden Alten ging tatsächlich ein Wohlgeruch aus, den ich ganz deutlich wahrnahm.
Obwohl ich rauche und mein Geruchssinn, wie wohl bei den meisten Rauchern, ziemlich beeinträchtigt ist. Und noch etwas Seltsames. Während die beiden sprachen, fielen mir plötzlich Redewendungen und Gedanken auf, die bei Einwohnern des Hohen Nordens gar nicht üblich sind. An einige erinnere ich mich noch heute, sogar an die Intonation, so sagte der Alte. Gott erschuf die Zeder als Speicher kosmischer Energien. Von einem Menschen, der Liebe empfindet, geht eine Strahlung aus. In Bruchteilen einer Sekunde wird diese Strahlung von den Planeten im Weltall auf die Erde zurückgeworfen, erreicht wieder die Erde und nährt alles Leben hier. Die Sonne ist ein Planet, der nur einen Teil des Spektrums dieser Strahlung reflektiert. In den Kosmos steigt vom Menschen nur lichte Strahlung und aus dem Kosmos gelangt auf die Erde nur wohltuende Strahlung. Von einem Menschen boshafter Gesinnung geht eine dunkle Strahlung aus, die nicht hinaufsteigen kann, sondern in das Innere der Erde gelangt. Von dort zurückgeworfen, kehrt sie wieder an die Oberfläche zurück, in Form von Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Kriegen. Heute ist der 19. Juni 2019. Gesprochen hat die Bina Baumeister aus Kaskara. Das ist ein kleiner Garten in Mainz, in der Oberstadt und ist die Vorstufe zu meinem Familienlandsitz. Fixstern und Stiftung. Glückliche Kinder in glücklichen Familien. Arten, Reichtum und Blütenmeer.